Wenn der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer zum traditionellen Neujahrsempfang einlädt, dann kommen sie alle in die Münchner Residenz. Seien Sie mir alle herzlich willkommen, jede Einzelne und jeder Einzelne nach Artikel 118 der Bayerischen Verfassung sind vor dem Gesetz alle gleich. Ich hätte fast gesagt, vor dem Ministerpräsidenten alle gleich. Dabei hat er fast was vergessen. Es ist der Preis des steigenden Alters, dass die Schwaben zwar hier stehen, auf dem Papier, ich dies aber überlesen habe. Das liegt sicher daran, dass nach den Schwaben hier auf meinem Zettel gleich die Franken stehen. Und da bin ich immer leicht nervös und deshalb habe ich das überlesen. Gerade noch einmal gerettet. Zum ersten Mal brach Horst Seehofer in diesem Jahr auch mit einer Tradition. Anstatt des üblichen Defilés mischte sich Bayerns Oberhaupt in diesem Jahr selbst unters Volk, machte Selfies und sprach jedem persönlich seine Zuversicht für 2017 aus. Ich meine, dass wir blendend dastehen im Freistaat Bayern. Aber wir dürfen das jetzt nicht nur verwalten, sondern müssen die Umbrüche, die auf dieser Welt stattfinden, gestalten. Und das tun wir. Und wenn eines in Bayern nach wie vor sicher ist, dann das. Ja, Deutschland geht es ja gut, Bayern geht es besser und München geht es am besten. Bayern wolle und müsse 2017 aber auch Sicherheit durch Stärke ausstrahlen. Da ist sich die bayerische Politspitze einig. Ja, aber der Herr Landespolizeipräsident und ich haben wohlgefällig deinen Worten gelauscht. Ich hoffe, du kannst damit leben. Jawohl, ganz hervorragend, wie immer. Sicherheit durch Stärke ist unser Motto, generell für unsere Sicherheitsarbeit in Bayern. Wir haben schon 2016 die Weichen dafür gestellt, dass wir jetzt 2017 die bayerische Polizei weiter aufbauen, personell, dass wir sie personell noch besser ausstatten. Und wir werden uns jetzt nächste Woche in Klosterbanzer damit beschäftigen, dass wir auch mit einigen Gesetzesänderungen die Rahmenbedingungen für die bayerische Polizei noch weiter verbessern, damit bestmöglich Sicherheit für die Menschen in Bayern produzieren kann. Aber vor allem gilt natürlich: Ja, Deutschland geht es ja gut, Bayern geht es besser und München geht es am besten. Beim Neujahrsempfang der Staatskanzlei ging es aber auch um das Thema, wer in Zukunft Deutschland repräsentieren wird. Schließlich wird in nicht einmal einem Monat ein neuer Bundespräsident gewählt. Ich war gestern beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten, Herrn Gauck, mit Herrn Steinmeier. Und ich glaube, das ist klar, wen wir wählen. Und wie sieht der Kandidat der bürgerlichen Mitte seine Chancen? Ich schätze meine Chancen realistisch ein. Soll heißen, ich habe meine Wohnung im Allgäu noch nicht gekündigt. Aber ich bin einfach der Meinung, zur Demokratie gehören unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Lebensentwürfe. Aber am Neujahrsempfang wurde natürlich primär auf Bayern geschaut. Ja, Deutschland geht es ja gut, Bayern geht es besser und München geht es am besten. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Was erwartet uns Bayern 2017? Viel Positives. Wir wollen viel tun für die Bildung, für die Wissenschaft, für die Arbeitsplätze, für die Wirtschaft. Schlicht und einfach die Lebensgrundlagen für die Menschen sichern und wo immer es geht, verbessern. Aber vor allem gilt, Deutschland geht es gut, Bayern geht es besser und München geht es am besten.